mir ist egal. Ich muss das ja nicht wirklich aufheben. Na, fick dich doch! Kommt das Vieh genau in dem Moment angeschissen, wenn ich mit dem Raketenwerfer das andere Vieh killen will? Ich meine, diese Viecher gehen noch, aber die Roboter, ich weiß nicht, das ist... Ja, ich weiß, Alien Breed hatte auch in den 2D-Teilen so eine Art Roboter am Start. Aber ich kann verstehen, warum man es nicht mag. Also abseits von der... Ich schlucke eine absurde Menge, oh Gott. Lass mich mal da raus. Die bekämpfe ich nicht von hier aus, nee, nee. Das ist gelb, naja, ich habe rot. Ein Mann sieht rot. Die aufmachen. Das sieht aus, als könnte ich die aufmachen. Frage ist, will ich die aufmachen? Ich glaube, darunter will ich noch nicht. Nee, da hinten komme ich nicht mehr weiter. Okay. Ich vermute mal, man muss den Teleporter nehmen, um zum Start aus weiterzukommen. Och, Junge! Oh, nicht schon wieder. Nein! Kein Kommentar zu dem Schuss eben. Ich schaff das auch mit Safe-States noch schwer zu machen. Okay, die Lichter sind ausgegangen, also ist er tot. Sehr gut. Man kann an den Lichteffekten erkennen, immerhin, wenn die Gegner tot sind. Ja, hallo. Wer hat euch denn liegen gelassen? Sollte man mal nicht tun. Also Raketen einfach so liegen lassen, das ist ja... Das ist schon äußerst gefährlich, ne? Besser, ich nehme die mal mit. Ist das Tor oder irgendein Gegner? Ich glaube, es war das Tor. Oh nein, nicht so einer. Nicht, ich häng fest. Ich. Sagst du, es ist, die Viecher ziehen ja richtig die Lebensenergie weg. Weil sie halten halt ordentlich was aus und viel zu schnelle Hitscan-Waffen. Ah, das bist du, ist einer von denen, okay. Diese grauen. Ich glaube, es gibt eine Basis, also in der 2MB-Variante gibt es nur diese. Gibt es diese... Ah. Die roten gibt es, glaube ich, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich habe es nur so gelesen. Ich habe mich nicht so intensiv für das Spiel informiert. Nur mal so ein Review gelesen. Weil ich es interessant fand, weil der auch so ein bisschen auf Hintergrundgeschichte und so einging. Okay. Aber ich wollte mir das halt auch nicht spoilern so hart. Mir war klar, dass ich irgendwann auf Safe States umsteigen muss. Wo bringt mich das Ding hin? Oh Gott, ich. Danke. Danke, das habe ich gebraucht.
Oh Gott, oh Gott. Kann ich noch mal laden? Holy Shot, das ist, was man braucht. Also irgendwie können diese Viecher... So, ungelöst. Da rein. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Okay, du bist harmlos. Oder was heißt harmlos? So unfähig wie ich spiele, kann mich dir natürlich auch killen, aber. Okay, da ist ein Teleporter raus, nehme ich an. Ich nehme mal die Rockets noch mit. Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Irgendwie funktioniert der nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Soll das so? Hm. Eine Shotgun-Ammo geht zur Neige. Also manchmal können die auf der Entfernung Schaden machen, diese Viecher. Also. Das ist ja mein Blaster. Gut. Die Billig-Kack-Viecher entleeren mir die Billig-Kack-Waffen. Ui, ui, ui. Da ist ein Teleporter, der wer weiß wohin führt. Dafür auch schon die Munition aus. Bäh! Andere Waffe, Assault Rifle. So, es ist Assault Rifle. Die habe ich 345 Schuss, okay. Die Tore. Und nehme ich stattdessen mal die Laser Clip. Boah, Alter. Nein. Tür geht nicht auf. Moment, da hinten ist noch irgendwas. Ah, Granaten. Ja, die nehme ich auch gerne mit. Was habe ich jetzt wohl aufgesammelt? Irgendeine Keycard, glaube ich. Ne? Nee. Ich glaube, es war eine Keycard. Der Teleporter bringt mich irgendwo hin.
Okay, hier ist gar nichts. Ich höre noch irgendwas durch die Gegend eiern irgendwo. So schön, wie die Geräusche überall gleich sind. Ah. Ja, da wird meine Energie schon langsam knapp. Ne? Das ist erstaunlich. Oh, come on. Grün. Ah, was? Oh, fix dich doch ans Knie, Junge. Jetzt meine Blaster hat keine Munition mehr. Hier ist nichts mehr dann. Habe ich den Startraum inzwischen wieder erreicht? Nee. Ah, ich habe den Startraum wieder erreicht. Ah, ich brauche hier tatsächlich, okay. Dann bin ich hier komplett falsch und ich muss dann da hinten, oh Gott, wo ist mein Granatwerfer da? War noch ein roter. Ah nein, da hinten ist ein goldener. Das erklärt einige. Dann habe ich da was verwechselt. Wo ist mein Raketenwerfer? Den goldenen müssen wir mal wegmachen. Kann ich den mal bitte töten? Schwierig, Sex. Schwierig. So geht's natürlich auch, ne? Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Glaube ich. Hä, was zur... Ja. Nee, da ist doch noch ein Ruder drin. Okay. Ist der da drin? Ja, der ist da drin. Der eiert da unten direkt an der Wand rum. Okay. Ja, das solle kein Problem sein. Ich höre auf jeden Fall nichts mehr laufen. Hallo, ist das grüne Vieh? Das ist tot? Klang so. Ist da drin irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Alter, dieses unendlich hohe, das ist schon per Premium. Posky. Ja, perfekt. Jetzt
vorsichtig wieder raus. Das passiert, wenn man unten reinfällt. Dann hat man verschissen, nehme ich an. Was soll mir dieses Grüne überhaupt sagen? Keine Ahnung. Aber so viele Möglichkeiten gibt es jetzt ja nicht mehr, glaube ich. Weil alles andere habe ich hier schon abgegrast. Gucken wir mal, was da draußen noch ist. Oh, Junge. Nee, bin ich schon wieder am Ende meiner Lebensenergie. Aber auch am Ende des Levels? Ja. Junge. Junge. Ist das Level 11? Weil ich mir nicht verzählt habe. Looks like a storage area of some kinds. There might be all sorts of useful stuff to be found. On the other hand, it's anything is destructive. Be under lock and key and guaranteed heavenly. Right now, so I need a help I can get. All the help I can get. Oi, oi, oi. Shotgun shields. Ich erinnere mich so ein bisschen an das Startlevel. Was ist das und wieso kann ich es nicht mitnehmen? Ah, geht doch. Man muss auch richtig drüber laufen. Drüber laufen ist eine Skill für sich. Kann nicht jeder. Gut finde, funktioniert am besten aus einem halben Meter Entfernung. 5. Okay. Tatsache, dass die Gegner rumlaufen höre, bedrückt mich halt überhaupt nicht. 5. Habe ich immer noch nicht. Auch bei der anderen 5 habe ich noch nicht die 5. Verrückter Scheiß. Oh Gott! Ja, ich bin tot. Ach nö, jetzt habe ich hier... Ja, aber das sind diese... Ach... Okay, ich muss öfter speichern. Sag mal, jetzt stirbst du mal! Was soll denn der Kack? Erstmal ein Stück zurückziehen. Ein Stück zurückziehen. Und dann gucken wir uns hier mal weiter um. Kommt schon die nächste Scheiße angeschissen. Och, das gibt's doch nicht.
Das hier kann aufgehen, wie es aussieht. Das beruhigt mich nicht im geringsten. Nicht im geringsten beruhigt mich das. Das beunruhigt mich eher. Da könnte man nämlich einen Haufen